Zeichnen. So, guten Tag, meine Damen und Herren, die Aufzeichnung läuft. Dann möchte ich auch Sie herzlich begrüßen zur ersten richtigen Vorlesung zu diesem Thema, wo es dann tatsächlich um Inhalte geht. Wir starten natürlich mit Kapitel 1. Da geht es insbesondere auch um das Thema Unterrichtsentwürfe, was ja für Sie dann im Übungsbetrieb wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich das Kapitel 1 nach vorne gezogen habe. Kapitel 2 wird dann die Grundlagen, die inhaltlichen Sachen behandeln für den ersten Unterrichtsentwurf. Kapitel 3 die inhaltlichen Sachen für den zweiten Unterrichtswurf. Und Kapitel 4 wird dann Sachen enthalten, die nicht für den Übungsbetrieb wichtig sind. Und deshalb sind die nach hinten geschoben. So, also wir beginnen erst einmal mit diesem Thema. Gehen wir mal durch. Bevor ich hier tatsächlich in das Thema reingehe, möchte ich noch eine Warnung aussprechen. Sie werden ja später noch mit Leuten zu tun haben, die ihre Unterrichtsentwürfe, ihre Unterrichtsversuche auch bewerten werden, wo sie Noten bekommen werden. Und wir reden hier über Dinge, wo es durchaus auch teilweise eine Geschmacksfrage ist, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich will versuchen, Ihnen möglichst objektiv zu referieren, was so allgemeiner Stand ist, aber natürlich kann man nicht völlig vom Subjektiven abstrahieren. Deshalb möchte ich Sie warnen, dass es da natürlich Unterschiede gibt in den Vorstellungen, wie ich sie hier vermittle und wie Sie dann vielleicht, wie Sie ihnen woanders wieder begegnen, namentlich im Vorbereitungsdienst, also sprich Referendariat. Und ich muss mal den Chat auch aufmachen, falls jemand im Chat irgendetwas sagen möchte, dass ich das dann auch sehe. So, also wieder zurück. Und das Problem ist eben, der Ihnen den beruflichen Weg ebnen oder verbauen kann, hat dann natürlich recht. Sie können sich nicht darauf berufen, der Weihe hat aber das und das gesagt, nicht? Das heißt also, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht, dass Sie nicht hier in Schwierigkeiten kommen. Gut, bevor wir dann ans Inhaltliche richtig gehen, noch eine andere Vorbemerkung. Ein Studienseminarleiter, der viele Jahre lang hier in Darmstadt die Leitung innehatte und viele, viele Referendare, insbesondere auch in Informatik, betreut hat, hat ein paar persönlichen Gespräch ein paar Erfahrungswerte gesagt, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte, die auch für den Übungsbetrieb für Sie dann wichtig sein werden, weil aller Erfahrung nach werden Sie genau die Erfahrung machen, genau in die Fallen hineinstolpern, von denen jetzt gleich auf diesen Folien die Rede sein wird. Aber zum Glück ist es ja so, hier in der Fachdidaktik 1 gibt es noch keine Noten dafür, sondern Sie können da völlig entspannt, völlig ohne Notendruck da Ihre Erfahrungen machen, die Sie dann hoffentlich in den Stand versetzen, dann später in Praxisphase, schulpraktische Studien bzw. in Vorbereitungsdienst, Referendariat, dann die Sachen schon besser zu machen, als wenn Sie da bei Null anfangen würden. So, eine generelle Erfahrung, wo ich auch sagen muss, auch das ist unsere Erfahrung hier mit den Unterrichtsversuchen in der Fachdidaktik 1, wo Sie also hier ohne Noten Ihre Erfahrung sammeln können. Dass Sie erst einmal, vielleicht ist es auch einfach, dass Sie sich zu sehr orientieren an dem, wie Sie es aus dem Studium gewöhnt sind, aus diesem Tempo und das vielleicht vergessen haben, dass das Tempo an einer Schule doch etwas, selbst in einem Leistungskurs, doch ein weitaus geringeres ist. Das will ich an einem Beispiel versuchen deutlich zu machen, Einführung der Wahlschleife. Sie werden auch so ein elementares Thema wie Einführung der Wahlschleife, dafür werden Sie mehr als eine Unterrichtseinheit sicherlich brauchen, weil Sie brauchen erstmal eine erste Unterrichtseinheit, um überhaupt erst einmal elementar erste Schritte zu machen. Solange der Roboter noch Münzen hat, nicht? Sie erinnern sich an die FOP,
mit sowas umzuhantieren und werden vielleicht in der allerersten Unterrichtseinheit sich damit begnügen müssen, dass sie selbst so ein paar Beispiele dieser Art vorführen, mit Münzen ablegen, wenn sie sowas wie Fopot verwenden und noch gar nicht zum Beispiel in der ersten Unterrichtseinheit auf den Fall kommen, weil i kleiner 10 oder solche Sachen. Das ist schon wieder was zunächst einmal für die Schülerinnen und Schüler erstmal was völlig anderes, was sie separat mit ausreichender Zeit verdauen müssen. Ebenfalls dieser Gedanke, dieser Grundgedanke, dass man alles mit allem kombinieren kann, dass man in eine Weilschleife eine andere Weilschleife in den Rumpf reintun kann, als Teil des Rumpfes oder als einzige Anweisung im Rumpf, oder dass man als Rumpf einer Weilschleife ein If haben kann oder als Rumpf eines If eine Weilschleife haben kann und so weiter und so fort. Ja, das werden Sie sicherlich auch alles erst in zweiter, dritter, vierter Unterrichtseinheit zur Weilschleife vielleicht thematisieren. Vielleicht sogar erst noch später, wenn Sie Wert darauf legen, dass Sie erstmal alle Konstrukte einzeln einführen und dann anfangen, die Konstrukte erst hinterher die Konstrukte miteinander zu kombinieren. Eine Vorschleife in einer Weilschleife, eine Weilschleife in einer Vorschleife und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage ist erst einmal, wie weit kommen Sie, wie können Sie die Unterrichtseinheit füllen? Und zwar eben nicht, indem Sie da möglichst viel Stoff in Ihren Unterrichtsentwurf reinschreiben, sondern dass Sie versuchen, sich zu überlegen, gerade auch im Hinblick auf den Unterrichtsentwurf, in verschiedene Herangehensweisen, nicht frontal, Stillarbeit, Gruppenarbeit, Einzelarbeit und so weiter und so fort, das Ganze zu behandeln. Also da muss dann auch die Zielsetzung eher beim Unterrichtsentwurf sein. Denn Sie haben nicht viel Stoff, die Sie in eine Unterrichtseinheit packen können, worüber Sie Ihren Unterrichtsentwurf schreiben. Sie müssen dann, also das, was wirklich sinnvoll ist, ist, wie Sie da didaktisch rangehen. So, zweite Erfahrung ist, dass auch das ist unsere Erfahrung in der Fachdidaktik 1, zum Beispiel im Extremfall, dass die Studierenden nur das Konzept präsentieren, gar keine Aufgabe mal durchrechnen und dann die Schülerinnen und Schüler Aufgaben rechnen lassen, ohne dass sie mal von der Lehrkraft im Frontalunterricht da mal eine Aufgabe gesehen hätten. Wobei Frontalunterricht kann ja durchaus auch partizipativ sein, nicht? Dass die einzelnen Schülerinnen und Schüler sich am Frontalunterricht auch beteiligen, sich melden und was sagen. Also Frontalunterricht möchte ich nicht so eingegrenzt verstanden wissen, dass es nur um Monolog der Lehrkraft geht. So, oder alternativ, oder was wir auch öfters gesehen haben, ist, dass die Studierenden in der Fachdidaktik 1 in ihrem Unterrichtsversuch eine Aufgabe an der Tafel oder am Beamer durchixen, die sehr einfach ist, die sehr nah an dem Konzept dran ist, und dann gleich einen größeren Sprung erwarten von den Schülerinnen und Schülern. Also zum Beispiel die Weilschleife selber in der Aufgabe nur in der allereinfachsten Form einführen und dann schon von den Schülerinnen und Schülern zwei ineinander geschachtelte Weilschleifen verlangen oder so etwas Ähnliches. Das ist natürlich ein viel zu großer Sprung. Da muss man sensibilisiert sein, dass man da kleinschrittiger vorangeht. Also, dass die ersten Aufgaben, die man zur Weilschleife stellt, relativ ähnlich sind, Variationen, einfache Variationen von dem, was Frontalunterricht anfangs in der Einführungsphase betrachtet wurde als Beispiele. Zuweilen kein einziges Beispiel. Was wir brauchen, ist die Balance, eben jetzt hier Frontalunterricht und selbstständige Arbeit. Nicht zu viel Frontalunterricht, dass sie nicht alles vorwegnehmen, und auch nicht zu früh die selbstständige Arbeit. Ausreichend viel Frontal, damit die Schülerinnen und Schüler dann wissen, was von ihnen eigentlich erwartet wird und wie sie daran gehen können. Zu viel, zu wenig Einführung und so weiter. Gut, ich denke, dieser Punkt sollte in der Theorie klar sein. In der Praxis werden wir das dann zu diskutieren haben, wenn Sie Ihre Unterrichtsversuche halten. Gut, ich werde hier
auf verschiedene Bücher in der Literaturliste, die Sie auch in Moodle finden, eingehen, jeweils auf einzelne Kapitel, so wie hier. Sie finden in der Literaturliste ein Buch mit einem Autor namens Meyer. Und dieses Buch ist eingeteilt in Lektionen. Und ich habe hier für Sie zu diesem Thema, hier zu diesem Kapitel 01, die Lektion 3 herausgesucht und werde die im Wesentlichen jetzt in den nächsten Abschnitt zusammenfassen. Gut, schauen wir mal. Was hat es mit diesen Grundformen und Grundrhythmen auf sich? Was hat es erstmal mit den Grundformen auf sich? Wir sind jetzt hier auch wieder an dem Punkt, wo es auch wichtig ist, dass Sie nicht nur die Dinge mal gesehen haben, sondern dass Sie sich auch die Fachterminologie aneignen. Deshalb nutzen wir hier auch die Fachterminologie, wie etwa Instruktionsunterricht, direkte Instruktion. Das heißt also, dass die Lehrperson, die Lehrkraft im Wesentlichen hier monologisch arbeitet, vielleicht Rückfragen gestattet, Verständnisfragen gestattet, aber nicht wirklich ein Dialog und schon gar nicht eine Einzel- oder Gruppenarbeit. Das muss allerdings nicht frontal sein, sondern es kann auch einzelnen Schülerinnen und Schülern verschiedene Instruktionen geben, zum Beispiel für Binnendifferenzierung, wie weit die einzelnen Leute sind. Offener Unterricht im Gegenteil zu Instruktionsunterricht wäre dann lernenzentriert. Da haben Sie dann genau diese Formen wie Stillarbeit oder Gruppenarbeit, also sehr viel selbstständiger, wo die Lehrkraft tunlichst nicht die ganze Zeit am Pult sitzt und jetzt im Lehrbuch oder in der Zeitung rumliest, sondern rumgeht und guckt, wo gibt es Schwierigkeiten, wo kann die Lehrkraft jetzt helfen. Wir hatten jetzt in einem Unterrichtsentwurf, in einem Unterrichtsversuch in Praxisphase 3 bzw. schulpraktische Studien 2 in einer Schule, in einer richtigen Klassensituation mit 18 echten Schülerinnen und Schülern, hatten wir die Situation, dass einer unserer Studierenden eine Aufgabe gegeben hat, die die Leute in Stillarbeit allein oder zu zweit am Rechner bearbeiten sollten. Und erstmal hat dieser Student dann 5 Minuten lang in sein Lehrbuch reingeschaut, während wir als beobachtende Personen gesehen haben, dass es da einige Schülerinnen und Schüler gab, die echte Probleme hatten, die echte Einhilfe gebraucht hätten. Ja, also das heißt, selbstständiger Lernen heißt nicht, dass die Lehrkraft jetzt Pause hat. Auch in Gruppen natürlich. Und der dritte, was Meyer da unterscheidet, sind auch extracurriculare Aktivitäten. Können Sie sich ja vorstellen, AGs oder Exkursionen und Ähnliches. Gut, die These ich möchte eine These des Herrn Meyer präsentieren. Vielleicht auch nochmal ganz allgemein. Ich werde viele Dinge hier präsentieren, wie ich sie in den Büchern vorgefunden habe. Manchmal kommentiere ich sie, wenn ich der Meinung bin, dass ich da Zustimmung oder Ablehnung bekunden und begründen sollte. Meistens lasse ich sie einfach so stehen, wie sie da sind, damit Sie, die Teilnehmenden der Fachdidaktik 1, selbst einen Überblick darüber bekommen, was die Fachliteratur so alles beinhaltet. Natürlich von mir aufbereitet und ausgewählt, passend zu den jeweiligen Themen der Kapitel. So, Sie sehen hier ein Zitat direkt aus dem Buch von Herrn Meyer, der meint, dass alles, was er zumindest bisher gesehen hat, an Erscheinungsformen von wie Unterricht gestaltet werden kann, auf diese 5 verschiedenen Möglichkeiten zurückgeführt werden kann. Wobei das Thema Marktplatzarbeit, das ist das Einzige, glaube ich, was man sich nicht erschließen, so allein erschließen kann, was damit gemeint ist. Das scheint sowas, damit meint er so etwas, dass jede Arbeitsgruppe dann selbst etwas erarbeitet und dann in Form einer kurzen Präsentation vielleicht am Ende der Unterrichtseinheit dann den anderen vorstellt und zur Diskussion stellt oder sowas. Das nennt der Herr Meyer Marktplatzarbeit. Das ist auch nochmal ein Punkt, dass leider die Terminologie, die Fachbegriffe nicht so richtig einheitlich sind. Weder
benutzen alle denselben Fachbegriff. Noch wird ein Fachbegriff von allen auf die gleiche Art und Weise verwendet. Das müssen wir leider, muss ich leider hin und wieder mal ansprechen, dass es da nicht, wie Sie es aus der Fachwissenschaft gewöhnt sind, zumindest aus den MINT-Wissenschaften, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, dass da sämtliche Begriffe normiert sind und überall auf der Welt von allen Leuten tunlichst auf dieselbe Art nach derselben Definition zu verwenden sind. So, nochmal dieses Zitat eben, dass sich alles zurückführen lässt auf diese 5 Punkte. Da möchte ich einen Kommentar dazugeben. Also das schreibe ich meistens in dieser Form, das ist eine angelsächsische Form. Ich gebe meine 2 Cent dazu. Vielleicht kann man das übersetzen mit, ich gebe meinen Senf dazu oder so etwas. Also ähnlich salopp, denke ich, ist es auch im Angelsächsischen mit den 2 Cent. So, was damit gemeint ist, also diesen Satz da oben, den zitierten Satz hier, kann man natürlich so verstehen als eine Einteilung in 5 separate Schubladen, dass jede einzelne unterrichtliche Erscheinungsform in eine dieser Schubladen fasst, nicht? Wenn man den Satz wörtlich nimmt, dann würde man ihn wahrscheinlich so verstehen, aber vermutlich ist er anders gemeint, nämlich als dass jede dieser unterrichtlichen Erscheinungsformen, von denen Herr Meyer da redet, jeweils eine Kombination von solchen Grundformen ist. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie es gemeint ist. Aber Sie sehen auch hier wieder, wie wichtig Sprache ist, Präzision in der Sprache, um sich nicht misszuverstehen. So, das waren die Grundformen nach dem Herrn Meyer. Der Grundrhythmus ist sicherlich etwas, was Sie dann auf jeden Fall begleiten wird, von den allerersten Unterrichtsentwürfen bis zur Pensionierung. Bis sie aus dem Lehrbetrieb, was sie aus der Arbeit als Lehrkraft endgültig aussteigen. Etwas, was sich bewährt hat, was man tunlichst einhalten sollte, was man auch immer bewusst einhalten sollte und muss, weil zum Beispiel die Ergebnissicherung am Ende, wenn man sich das nicht immer wieder bewusst macht, am Ende vielleicht hinten runterfällt oder zumindest viel zu kurz, viel zu oberflächlich ausfällt. Hoffentlich geht Ihnen das irgendwann so in Fleisch und Blut über, dass Ihnen das nicht mehr passiert. Aber wenn Sie auch während der Unterrichtseinheit nicht auf die Zeit schauen, kann es Ihnen leicht passieren, dass plötzlich überraschend das Stundenklingeln, das Pausenklingeln passiert, nicht? Und dann haben Sie gar keine Zeit mehr für die Ergebnissicherung, müssen im Pausenklingeln noch ganz schnell ein paar Sätze oder ein paar Worte dazu sagen. Und das ist dann die ganze Ergebnissicherung und das ist sicherlich hochgradig unproduktiv. Gucken wir uns das Ganze an. Einstieg. Warum ein Einstieg? Nun ja, gut, kann man sich ja vorstellen, dass die Aufgabenstellung von den Lernenden nicht nur verstanden wird, sondern auch wirklich als ihre Aufgabenstellung angenommen wird. Das heißt also auch motiviert wird. Auch die Orientierung, die Einordnung. Wo sind wir denn hier? Ja, jetzt Weilschleife auch zur Einordnung. Wo stehen wir hier? Aha, wir haben eine Main-Methode. Mit geschweifter Klammer auf, geschweifte Klammer zu und die Weilschleife kommt jetzt hier zwischen geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu und davor kann irgendwelche anderen Anweisungen kommen und danach können irgendwelche anderen Anweisungen wieder kommen. Und hier wird typischerweise sicherlich die Lehrkraft keinen Monolog führen, aber zumindest die führende Rolle übernehmen, diese Phase aktiv, wenn ich will nicht sagen diktatorisch, leiten. Wenn Sie Lernende haben, die richtig gut sind, dann also vielleicht mehr in der Erwachsenenbildung, aber vielleicht ja auch in der allgemeinbildenden Schule, dann kann man auch darüber nachdenken, ob man nicht an dieser Stelle auch sich da die Lehrkraft ein bisschen zurücknehmen könnte. Aber das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. So, das ist eigentlich klar, was denke ich, was gemeint ist. Erarbeitungsphase. Da sind natürlich dann mehr die Lernenden gefragt. Wieder das übliche Gruppenarbeit oder Einzelarbeit, Stillarbeit oder Diskussion, wie auch immer. Und hier ist auch der Punkt, wo man sicherlich innere Differenzierung machen kann. Das ist ein Thema, was uns hier in der Fachdidaktik 1 sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder begegnen wird, was aber auch ein grundlegendes Thema ist in den weiteren
Lehrveranstaltung, Referendariat und auch in ihrer eigenen Praxis als Lehrkraft, dass eben die verschiedenen Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gute Vorkenntnisse haben, unterschiedlich gutes Auffassungsvermögen haben, unterschiedlich schnell in dieser Phase insbesondere vorankommen, wo sie dann schauen müssen, dass diejenigen, die langsamer vorankommen, wenigstens das Mindestziel erreicht werden kann, was sie in dieser Unterrichtseinheit als Minimum lernen sollen, und dass diejenigen, die schneller vorankommen, dass die jetzt nicht vorangehen sollen im Stoff, weil sie ja damit dann ihren Vorsprung noch weiter ausbauen würden. Das würde ja die Situation noch verschärfen, sondern dass die vielleicht irgendwie seitlich vom Stoff dann also in Richtungen weitere Aufgaben bekommen, die eben nicht den nächsten Unterrichtseinheiten vorgreifen, sondern die eben sozusagen senkrecht dazu stehen, zum Unterrichtsfluss. Schneller und weniger schnell Lernende. Und das ist eben der Punkt Ergebnissicherung, der häufig hinten runterfällt. Insbesondere wenn Sie als Lehrkraft nicht die Zeit im Auge haben und nicht rechtzeitig dann die Kurve kriegen zur Ergebnissicherung. Aber ein sehr wichtiger Punkt, bedenken Sie, das ist der wichtigste Punkt auch dafür, dass Sie in der nächsten Unterrichtseinheit, sei es nach 5 Minuten Pause, sei es nach einer Woche, wieder irgendwie vernünftig aufsetzen können auf dem, was in dieser Unterrichtseinheit passiert ist. Also, worum geht es? Sich darüber verständigen, was herausgekommen ist, und auch einen gewissen Ausblick vielleicht schon zu geben, wie es dann weitergehen kann. Ja, das nächste Mal zeige ich euch, wie man zwei Wahlschleifen ineinander schachtelt, so dass mit, oder irgendwelche Sachen, oder wie man die Wahlschleife nicht nur verwenden kann, um Münzen abzulegen durch einen Roboter, sondern wie man die Wahlschleife auch verwenden kann, um Werte, um eine ganze Zahl hochzuzählen oder Ähnliches. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Deshalb kostet die Ergebnissicherung auch Zeit. Deshalb ist es nicht getan mit einer halben Minute mitten im Pausenklingeln, sondern dass das nochmal kurz frontal eingeübt und angewandt wird, dass das nochmal von allen gesehen wird, wie es richtig geht. Ja, damit, auch wenn vielleicht in der zweiten Phase, in der Erarbeitungsphase, vielleicht Schülerinnen und Schüler teilweise falsch abgebogen sind oder nicht so weit gekommen sind, dass sie dann nochmal wenigstens die Chance haben zu sehen, ach so sieht das also aus. Hier stellt Herr Meyer die Frage, ob man da eine gemeinsame Unterrichtsführung durch Lehrpersonen und Lernende anstreben sollte oder ermöglichen sollte, dass man darüber nachdenkt. Auch hier würde wieder im Zweifelsfall sicherlich besser, dass die Lehrperson, die weiß, wo es hingehen soll, ja, die sich die Unterrichtseinheit ausgedacht hat, dass die dann doch eher die Führung übernimmt, wäre meine Sicht darauf. So, hier nochmal diese Folie zur Betonung, dass das wirklich eine eigenständige Phase ist, nicht so ein Nachklapp von der Erarbeitungsphase, und dass das häufig zu kurz kommt und das Ergebnis ist eben suboptimal, was das Behalten der Inhalte, der Erarbeitungen angeht bis zur nächsten Stunde oder bis sie sich an die Hausaufgaben setzen, und durchaus auch frustrierend. Es ist durchaus auch zu beobachten, dass Schülerinnen und Schüler frustriert sind, wenn sie da jetzt nicht nochmal so einen kleinen Abschluss von dieser Stunde haben, wenn das Ganze so mittendrin ohne weitere Erklärung, ohne alles aufhört. Also achten Sie auf jeden Fall, dass diese Phase der Ergebnissicherung nicht hinten runterfällt. Gut, damit ist dieses Kapitel schon durch. Sie sehen, ich bin da sehr rigoros, um nicht zu sagen skrupellos, bei der Zusammenfassung von ganzen Kapiteln auf wenigen Folien. Aber ich denke, das ist genau das, was ich auf die Folien jetzt hier geschrieben habe, ist genau das, was Sie aus der Lektüre eines solchen Kapitels im jeweiligen Originalliteratur herausnehmen würden oder herausnehmen könnten. Und alles andere
ist dann noch ein bisschen Beiwerk, noch ein paar Beispiele oder wie auch immer, die sicherlich auch interessant sind, aber nicht so primär wichtig sind. So, ich möchte dann zu einem nächsten Kapitel kommen, einem nächsten Abschnitt kommen aus einem anderen Buch, aus einem Buch, wo der Herr Zendler ein Autor ist. Und der Name sagt eigentlich schon, worum es in diesem Buch, beziehungsweise in diesem Kapitel, in zwei Kapiteln, dabei geht. Sie sehen, bei Herrn Meyer waren das Lektionen. Lektion 3 haben wir. Hier denn der Sender nennt das Kapitel. Gut, gehen wir mal durch. Und zwar sind die jetzt alphabetisch sortiert. Also da ist keine innere Logik drin, warum jetzt das als erstes kommt. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, hier, Sie sehen ja bei dem Titel Informatikunterricht, das, was wir eben hatten vom Herrn Meyer, ist allgemeingültig. Das gilt für Deutschunterricht genauso. Bei Sport weiß ich jetzt nicht, müsste man sich überlegen, wie man das adaptieren kann. Aber für Geschichtsunterricht, für Matheunterricht gilt das alles genauso. Hier sehen Sie schon am ersten Beispiel Computersimulation, dass es doch ein bisschen fachspezifischer ist. Wie gesagt, alphabetisch, es ist keine, die Reihenfolge ist nicht signifikant. So, aber auch hier, Computersimulation kann man natürlich in verschiedenen Bereichen anwenden. Ja, denken Sie an Physik oder auch Sport. Ja, Simulationen verschiedenster Art gibt es überall. Ja, gut, okay, in Geschichte oder in Deutsch wird es vielleicht ein bisschen schwieriger oder in Philosophie, aber da lassen sich vielleicht sogar auch Beispiele finden, wo dann Simulation per Computer halt was anderes bedeutet. So wie ich den Herrn Zendler verstehe, ich habe jetzt hier noch das erste Semester, dann muss ich mal zeitlos schreiben. Also vergessen Sie dieses Semester. Sämtliche FOP-Ausrichtungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, seit diesem Wintersemester, basieren auf, wenn Sie bei mir die FOP gehört haben, basieren auf diesem Verbot. Das ist ein, ich weiß nicht, gibt es jemanden, vielleicht im Chat schreiben, gibt es jemanden, der bei mir noch nichts von Verbot oder Vorläufer Karl J. gehört hat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich mal davon aus. Also Sie können sich immer noch in zum Beispiel in die FOP vom Wintersemester 22, 23 einschreiben, können es noch beliebig lange, solange das Lernportal Informatik existiert. Und dann können Sie da in den ersten Übungsaufgaben und in den ersten Foliensätzen ein bisschen oder auch in den Download- und Download-Bereich können Sie sich dann noch über VOPBOT informieren. So, nach meinem Verständnis von dem, was der Herr Zendler da meint, wäre das ein Beispiel. Davon gibt es eine ganze Menge Beispiele. Als wir jetzt im Februar in einer Schule zusammen waren, in Schulpraktische Studien 2, Praxisphase 3, da wurde ein Tool verwendet für Java. Und das Tool heißt Greenfoot, ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich zu FOPBOT, in anderer Hinsicht etwas anders als FOPBOT, aber so, davon gibt es eine ganze Menge verschiedener Programme, von denen Sie da auswählen können, wenn Sie im anfänglichen Unterricht in Java oder in anderen Programmiersprachen da erst einmal versuchen, eben mit solchen Computersimulationen erstmal reinzukommen. Und es können Sie sich so vorstellen, für diejenigen, die die Aufzeichnung hören, aber nichts zu VOPBOT wissen, erstmal so als erste kleine Erklärung: Das ist eine schachbrettartige Welt, in der Roboter rumlaufen können. Die Roboter haben immer, also sind immer auf, jeder Roboter ist immer auf einem Feld. Er hat eine Richtung, die er hin und her drehen kann, eine der vier Himmelsrichtungen, und kann in der Richtung vorwärts gehen, in die er gerade schaut. Es gibt noch Münzen, das sind passive Gegenstände, die man auf den Feldern platzieren kann, beliebig viele auf einem Feld. Der Roboter kann Münzen aufnehmen, er kann Münzen ablegen auf Feldern.
Gut. Und das ist die ganze Computersimulation. Damit kann man schon eine ganze Menge machen. If, while und so weiter und so fort. Auch eigene Roboterklassen, also Klassen schreiben, Vererbung und so weiter, ist schon einiges möglich. So, was hat der Herr Zender zum Beispiel im Sinn? Zum Beispiel Simulationssoftware für etwas, was erst der Herr Rösling in der Fachdidaktik 2 ansprechen wird. Das möchte ich hier dann deshalb nur ganz kurz mal der Vollständigkeit erwähnt haben. Was ist ein Automat? Also falls Sie das nicht aus der Schule oder anderswo kennen, vielleicht nur ganz kurz. Ein Automat zum Beispiel, ein Fahrkarten oder was nehmen wir da als ein Automat für Getränke, um Getränke zu kaufen, hat verschiedene Zustände, hat einen Zustand, dass er einfach betriebsbereit ist und wartet, dass man irgendwas macht, hat einen Zustand, dass schon 10 Cent eingegeben worden sind, hat einen Zustand, dass schon 20 Cent eingegeben worden sind und so weiter. Und wenn beispielsweise eins, und dann kann man, wenn man auf den entsprechenden Knopf drückt, wenn man schon genug eingeworfen hat, kann man aus dem Zustand 1,20 sind eingeworfen worden, kann man auf den Zustand gehen, es ist wieder bei 0 und die Cola ist draußen oder so etwas. Das sind Automaten, lassen sich nicht nur für solche Realweltsachen modellieren, sondern sind ein Allzweckmodellierungsmittel in der ganzen Informatik. So, in der Schule würde sich aber anbieten, natürlich, so wie Cola-Automat von einer konkreten Alltagssituation auszugehen. Ein anderes Beispiel wäre etwa eine Ampelkreuzung. Es gibt den Zustand, dass alle Ampeln rot sind, so ein Zwischenzustand. Es gibt den Zustand, dass die Ampeln in Ost-West-Richtung gelb sind und die anderen rot sind und so weiter und so fort, nicht? Und die Zustandsänderungen werden hier nicht durch Nutzereingabe getriggert, sondern durch eine automatische Taktung. Fahrkartenautomat ist noch ein komplexeres Beispiel als etwa so ein Cola-Automat, wo Sie ja dann verschiedene Zustände haben. Zum Beispiel, Sie haben den Zustand, dass Sie schon Start und Ziel gewählt haben und dass Sie auch schon Ausschluss von teureren Gattungsklassen von Bahnen gewählt haben. Und jetzt gehen Sie durch Drücken eines bestimmten Knopfs auf dem Touchscreen über in den Zustand, dass das alles ausgewählt ist, plus noch Fahrradmitnahme ausgewählt ist oder solche Sachen. Ja, das wären da Zustände bei einem Fahrkartenautomaten, wie man sich das da vorstellen könnte, wenn man das in der Schule versucht zu modellieren. Braucht man natürlich, also sowas kann man natürlich auch auf Papier machen, aber zum Beispiel sowas wie Fobbot wird man sicherlich nicht auf Papier machen wollen. Es macht keinen Sinn, das mit Stift und Papier zu machen, sondern da wird man sicherlich eine entsprechende Simulationssoftware haben wollen. Und auch bei solchen Themen wie Fahrkartenautomat wird man, denke ich, ganz schnell keine Lust mehr haben, das mit Stift und Papier durchzuxen. So, wie gesagt, alphabetisch. Dann wäre das nächste in der Sammlung von dem Herrn Zendler etwas, was er Concept Mapping nennt. Was heißt das? Begriffsnetzwerke bilden. Ja, Mental Map ist auch ein Name, der häufig dafür verwendet wird, dass die einzelnen Begrifflichkeiten, die einzelnen Konzepte Knoten sind. Und die Beziehungen zwischen den einzelnen Begriffen dann eben Kanten sind, gerichtet oder ungerichtet, je nachdem. Und der Zendler nimmt da ein Beispiel her, was direkt aus unserem Kapitel 2, Kapitel 3 hätte gegriffen werden können, wo es ja um Probleme von Programmieranfängern geht. Das sind die Begriffe, die er als Beispiel hernimmt. Und da lassen sich natürlich sehr viele unterschiedliche Verbindungen ziehen, zum Beispiel zwischen Klasse und Objekt, lassen sich da Verbindungen ziehen, dass die Klasse eben Schablone ist für verschiedene Objekte, dass eine Klasse Methoden hat und die Methoden und Attribute und dass die Methoden Attributwerte lesen, schreiben und so weiter und so fort. Ja, dazwischen lassen sich natürlich verschiedene sinnvolle Verbindungen, Beziehungen definieren. Ich möchte noch hinzufügen, vielleicht ein Punkt, ein kleiner Vorgriff auch aus Kapitel 3. Wenn Sie bei mir die FOP gehört haben, dann wird Ihnen wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass ich sehr viel Wert darauf lege,
auf die Referenzsemantik. Also sehr viel mehr als in allen Lehrbüchern und Skripten, die ich jemals sonst gesehen habe. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr sinnvoll, wenn Sie da nochmal reinschauen, vielleicht in die entsprechenden ersten Kapitel der FOP bei mir, was man da so alles dann betrachten muss, dass zwei Referenzen auf ein Objekt zeigen, dass eine Referenz zuerst auf das eine Objekt und dann auf ein anderes Objekt zeigt und so weiter und so fort. Und was dann passiert, wenn man die Attribute ändert über die eine Referenz, dass dann über die andere Referenz der Attributwerte auch sichtbar werden, natürlich, weil es dasselbe Objekt sind und so weiter. Das ist schon eine sehr grundlegende Sache, wo ich etwas unglücklich darüber bin, dass es in so vielen Lehrbüchern und Skripten, also in allen, die ich bisher so gesehen habe, doch so ein bisschen mehr am Rande behandelt wird. Also falls Sie irgendwelche Lehrbücher oder Skripte kennen, außer meinem eigenen Skript, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich darauf vielleicht im Nachgang per E-Mail oder sonst wie hinweisen würde, dass ich mir das gerne mal anschauen kann. Vielen Dank. Gut, weiter im Alphabet. Direktinstruktion hatten wir eben auch schon beim Herrn Meier. Und auch hier, also ich würde sagen, der Herr Zendler benutzt den Begriff Direktinstruktion ziemlich genauso wie der Herr Meier eben. Auch da war eben, dass es eben nicht unbedingt nur Frontalunterricht sein muss, sondern es kann auch direkte Instruktion individuell für einzelne Gruppen im Lernverband sein, beispielsweise oder einzelne Individuen. Letztendlich auch hier wieder dieser Grundrhythmus, nicht? Den wird man hier auch immer dabei haben wollen. Und der Herr Zendler vergisst auch nicht, das zu erwähnen. Lernziele und Lerninhalte müssen natürlich, das ist auch etwas, was häufig vergessen wird, auch von gestandenen Lehrkräften, nicht nur von Studierenden und Referendaren, mal wirklich den Schülerinnen und Schülern am Anfang einer Unterrichtseinheit klarzumachen, wo wollen wir eigentlich hin? Was soll das Ganze, worum geht es? Lerninhalte. Und wo wollen wir hin? Lernziele. Und der Hauptteil bei der direkten Instruktion, gemeinsames Üben. Also hier, Sie sehen, hier geht der Herr Zendler, verwendet er den Begriff doch ein bisschen anders als der Herr Meier, Direktinstruktion, insofern, dass er so Stillarbeitsphasen oder ähnliches dann mit in die direkte Instruktion einbezieht, während der Herr Meier nach meinem Verständnis, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber nach meinem Verständnis bezieht er das nicht mit ein, sondern separiert das. Also Sie sehen, man muss immer genau klären, wenn man einen Begriff da hat, im Sinne von dem Emblem. So wie Sie es ja in den Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften häufig haben, nicht? Denken Sie an die Philosophie, Ethik im Sinne von Aristoteles oder ähnliches bedeutet eben das und das. Ethik im Sinne von jemand anders bedeutet eben irgendwas anderes und so weiter. So. Weiter im Alphabet, entdeckendes Lernen klingt natürlich gut, ist sicherlich, wird sicherlich gern gesehen in der Didaktik, wird auch viel darüber geforscht. Ist halt immer die Frage, okay, Moment, nochmal kurz zurück. Hier ist eine Frage im Chat. Mir ist der Unterschied zwischen Frontalunterricht und Instruktion nicht ganz klar geworden. Wie unterscheiden sich beide konkret? Der Punkt ist einfach der, dass eine direkte Instruktion auch durchaus individuell sein kann. Das heißt also, dass nicht frontal alle Schülerinnen und Schüler dieselbe Instruktion kriegen, sondern verschiedene Teams von Schülerinnen und Schülern oder auch verschiedene Individuen dann jeweils ihre eigene Instruktion kriegen oder ähnlich. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Okay, gut. Also zögern Sie nicht, weitere Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass ich immer rechtzeitig, also zeitnah immer die Frage gleich im Chat sehe. So, offene Problemstellung. Das ist etwas, was wir in der Informatik weniger haben. Wir haben sowas, offene Problemstellungen, sicherlich im Bereich Informatik und Gesellschaft, so ethische Fragestellungen beispielsweise sind ihrer Natur her offen.
Aber wenn es darum geht, was kann die Weichschleife und was dürfen Sie damit machen und was dürfen Sie nicht damit machen, ist das natürlich keine offene Problemstellung. Können Sie trotzdem als entdeckendes Lernen machen, indem Sie einfach den Leuten die Aufgabe geben, probiert mal mit dem Compiler aus, wie weit ihr mit der Weichschleife gehen könnt, was ihr machen dürft, was der Compiler akzeptiert und was er nicht akzeptiert. Das heißt, auch da könnte man entdeckendes Lernen durchaus anwenden. In solcher Form. Offene Problemstellung hieße mehrere oder gar viele richtige Lösungen. Das wäre bei meinem Beispiel mit den Weichschleifen nicht der Fall, dass der Compiler einem sagt, was man darf und was man nicht darf und dass man das sozusagen durch den Compiler entdeckt, was man mit der Weichschleife alles tun darf. Aber bei offenen Problemstellungen, wie etwa aus dem Bereich Ethik, wissen Sie ja, gibt es nicht unbedingt die eine richtige Lösung. Braucht natürlich Zeit und auch individuellen Freiraum in Teams wieder wie üblich oder auch in Einzelarbeit, in Stillarbeit oder in Diskussion. Das ist vielleicht ein Punkt, wenn Sie konkrete Aufgaben haben, mit einem konkreten Ziel, ja, implementieren Sie eine Weichschleife, die auf jedem Feld. Die in jedem Durchlauf ein Feld vorwärts geht oder eine Münze ablegt, solange bis der Roboter keine Münzen mehr hat. Da sollte man vielleicht doch eher früher eingreifen, wenn die Leute da vor der Problemstellung sind und gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Aber wenn es mehr um offene Sachen geht, wie zum Beispiel in der Ethik, ja, dass sie ein ethisches Dilemma beschreiben, und dann gibt es erstmal keinen zwingenden Grund, dass Sie da frühzeitig schon dazwischen funken, sondern da bietet es sich durchaus an, dass Sie erst einmal, außer natürlich, wenn die Aufgabenstellung nicht ganz klar ist, dass Sie da natürlich klärend eingreifen, aber ansonsten nicht unbedingt wegweisend eingreifen. Und weil auch die Zielsetzung ist, dass die Lernenden am Ende ihre eigene Lösung und nicht die Lösung der Lehrkraft präsentieren oder ein Dokument erstellen, stattdessen. Und ich will nur der Vollständigkeit halber sagen, das, was der Herr Zindler als Beispiel da hernimmt, ist sehr ähnlich zu Aufgaben, wie wir sie mit Fobot hatten. Also ist alles gar nicht so weit weg voneinander. Das ist vielleicht noch ein Punkt dazu, das ist auch deshalb alles nicht so weit weg voneinander, weil der Schulstoff in Informatik und der Schulstoff an der Universität ja eigentlich zunächst mal am Anfang deckungsgleich ist. Wir können nicht voraussetzen, in Deutschland generell nicht und im Land Hessen schon gar nicht, können wir voraussetzen, dass die Studieninteressierten, die Erstsemester, dass die tatsächlich schon irgendwelche Vorkenntnisse im Programmieren haben, auf denen wir aufsetzen können. Ja, es ist anders als beispielsweise in der Mathematik. In der Mathematik wird im eigentlichen Studium nicht nochmal Prozentrechnung gemacht und nicht nochmal Bruchrechnung gemacht. Vielleicht, wenn nötig, im Fokus, weiß ich nicht, aber zumindest im eigentlichen Studium nicht. Und sondern darauf wird aufgebaut, während wir in der Informatik hier auf nichts aufbauen können und deshalb sozusagen alles nochmal wiederholen müssen, was vielleicht in der Schule gemacht worden ist. Deshalb ist das Informatikdidaktik im ersten Studienjahr und Informatikdidaktik in den höheren, vielleicht in der Oberstufe, eigentlich ziemlich deckungsgleich. Es ist ähnliche Zielgruppe, identische oder ähnliche Themen, ähnliche Herangehensweisen. So, Experimentmethode, das kennen Sie vielleicht gerade nicht aus der Informatik, aber aus anderen MINT-Fächern, also aus Naturwissenschaften vor allem. Herr Zendler nennt ein Beispiel für Informatik, was auch durchaus in der AOD gemacht wird. Also bei mir, wenn Sie bei mir die AOD gehabt haben, gab es wahrscheinlich eine Aufgabenstellung, ein Übungsblatt, wo Sie Sortieralgorithmen mit deren Laufzeiten herumhantieren mussten. Also das heißt also, die Studierenden implementieren selber ihre Algorithmen. Oder nehmen Implementationen von woanders her, aber besser ist natürlich, sie implementieren die selber. Und das Ziel der ganzen Sache ist jetzt nicht nur zu sehen, wie man diesen Algorithmus implementiert, sondern auch zu sehen, wie das Laufzeitverhalten ist und wovon das Laufzeitverhalten abhängt. Also das ist natürlich, wissen Sie ja, asymptotische Komplexität
hängt die Laufzeit sehr stark von der Anzahl der sortierenden Elemente ab. Wenn Sie eine Milliarde Elemente sortieren müssen, dauert es mit Sicherheit erheblich länger, als wenn Sie nur 1000 Elemente sortieren müssen. Und aber auch der zweite Punkt, die Struktur der Eingabe. Wenn Sie sich zum Beispiel sowas ansehen wie Quicksort und Sie nehmen immer das mittlere Element in der Sequenz als Pivot-Element, dann nutzt, also das, was in der, nicht das in den Median, sondern das, was in der Sequenz, in der unsortierten Sequenz in der Mitte steht, dann, und das ist schon weitgehend sortiert, dann geht das sehr viel schneller, als wenn es im schlimmsten Fall genau umgekehrt sortiert wäre oder so etwas. Gut, weiter. Fallstudie. Was eine Fallstudie ist, wissen Sie ja im Prinzip. Wir sollten uns aber vielleicht noch mal genauer ansehen, was alles zu einer Fallstudie gehört. Erst einmal muss die Lehrperson natürlich erst mal erklären, oder vielleicht geht es auch in Schularbeit mit schriftlichen Unterlagen, was eigentlich das Fallbeispiel ist. Und dann sollten natürlich tunlichst die Lernenden, vielleicht auch im Frontalunterricht, wo die Lernenden sehr stark beteiligt sind, oder eben in Stillarbeit oder in Gruppenarbeit nach möglichen Lösungen suchen. Ja, alles ist möglich. Frontalunterricht ist denkbar hier bei der Exploration, aber genauso gut Arbeit in Teams, Diskussion in Teams oder auch Stillarbeit alleine. Und dann, nachdem verschiedene mögliche Lösungen eruiert sind, jetzt kann man vielleicht auch die Lösungen der einzelnen Gruppen oder einzelnen Schülerinnen und Schüler zusammensammeln und dann vielleicht auf Basis dieser Sammlung dann die besten, natürlich in Anführungszeichen, die beste Lösung oder die besten Lösungen dann diskutieren und die dann zu verteidigen. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann von Exploration nach Resolution, also erst einmal die möglichen Lösungen zusammenführen und hier aus der Gesamtmenge aller gefundenen Lösungen die besten in Anführungszeichen auswählen, oder jede Gruppe, jedes Individuum wählt aus den eigenen möglichen Lösungen die eigenen besten Lösungen raus. In jedem Fall, wer immer für jeden Schüler, jede Schülerin, die eine Auswahl getroffen hat, muss natürlich dann auch diese Auswahl verteilen. Und dann noch am Ende gibt es eine Referenzlösung vielleicht also ich verwende nie den Begriff Musterlösung. Ich verwende immer den Begriff Referenzlösung. Haben Sie vielleicht bei mir auch bei der FOP oder bei AOD gesehen, dass ich immer von Referenzlösung spreche? Musterlösung klingt so wie, das ist richtig und alles andere ist falsch. Referenzlösung ist einfach das, okay, da kann man nachschlagen, so und so wäre es auch gegangen. Und bei so einem Vergleich kann ja sich durchaus hin und wieder mal herausstellen, dass die Lösungen, die hier ausgewählt worden sind, besser sind als die Referenzlösung. Was der Herr Zendler hier, der Vollständigkeit halber, als Beispiel hernimmt, ist, Verwaltung von Büchern an der Bibliothek kann man ja sehr unterschiedlich gestalten, entwerfen. Also denken Sie, das Ganze mit Excel zum Beispiel zu machen oder mit einer Datenbank, ist eigentlich egal. Denken Sie einfach an Excel. Dann haben Sie da eine Tabelle wahrscheinlich von Büchern. Mit einer Verbuchungsnummer in der Bibliothek, mit Titel, Autor oder was weiß ich. Und dann haben Sie Nutzer, Nutzerinnen der Bibliothek, jeweils mit Name, Anschrift und so weiter. Und dann haben Sie vielleicht eine dritte Tabelle, welche Bücher von dem einen oder dem anderen Nutzer ausgeliehen worden sind. Das wäre eine Möglichkeit. Sie können aber auch die Tabelle noch aufsplitten. Sie können einfach Verbuchungsnummer mit der ISBN des Buches als eine Tabelle haben. Und bei der ISBN sind dann Name des Autors und so weiter erst dran. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo es nicht die eine beste Lösung gibt, sondern wo die einzelnen Möglichkeiten, wie sie die Bibliothek in Tabellen modellieren, da gibt es ja verschiedene Vor- und Nachteile. Gruppenpuzzle, kooperatives Lernen. Das
dass ein einzelnes Thema in verschiedene Unterthemen zerteilt wird. Herr Zentler nimmt das Beispiel Datensicherheit und nennt da Unterthemen wie diese. Das sind alles nicht wirklich aufeinander aufbauende Themen und deshalb vielleicht besonders gut geeignet für so ein Gruppenpuzzle. Denn jetzt werden diese einzelnen Unterthemen unabhängig voneinander bearbeitet. Ja. Dafür ist es natürlich wichtig, dass die Themen nicht aufeinander aufbauen. Sonst müsste eine Teilgruppe immer warten, bis die andere Teilgruppe mit dem zugrunde liegenden Thema fertig ist. Und gut, jede Teilgruppe bearbeitet ein Unterthema und ist dann logischerweise die Expertengruppe dafür. Und dann wird in der einen oder anderen Form, sei es durch eine Präsentation, ein Referendariat oder ein Textdokument vielleicht auch oder ein Poster, den anderen dieses Unterthema nahegebracht. Gut, weiterhin, wir sind jetzt bei L im Alphabet. Leitprogramm ist etwas, was für mich damals neu war, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, was Sie vielleicht auch nicht unbedingt kennen. Das ist eine Form von Selbststudium, auch wieder hier möglich im Team oder in Stillarbeit, was aber sehr viel Material erfordert und daher leitet sich der Name ab. Dieses Material nennt er jetzt in der Leitprogramm, in einzelne Lernpakete zerteilt, jeweils. Sowas kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer eigenen Schulzeit nicht, nämlich dass Sie die einzelnen Lernpakete haben, die überschaubar sind, mehrere Lernpakete pro Unterrichtseinheit und dass Sie am Ende jeweils Kontrollfragen haben, um selbst zu sehen, ob Sie es wirklich bis dahin verstanden haben oder nicht. Der Herr Zendler nimmt da als Beispiel Internet und solche. Dürfen die Themen natürlich aufeinander aufbauen. Ja? World Wide Web 1, World Wide Web 2, Vertiefung World Wide Web. Das geht natürlich alles. Oder E-Mail und Vertiefung E-Mail, weil dann die einzelne Person oder die Gruppe eben die Themen nacheinander natürlich in einer sinnvollen Reihenfolge bearbeitet. Während vorher beim Gruppenpuzzle wurden die einzelnen Unterthemen separat voneinander von verschiedenen Teams bearbeitet und da dürfen die natürlich nicht aufeinander aufbauen. Leittextmethode ist noch eine etwas andere Form, nämlich dass die Schülerinnen und Schüler Fragen gestellt bekommen, also Leitfragen. Und diese Leitfragen sollen dann das Selbststudium, wie der Name schon sagt, leiten. Und zu jeder Leitfrage gibt es entsprechende Unterlagen. Und hier ist der Gedanke, dass die Lernenden sich erstmal die Leitfragen ansehen und sich da Arbeitspläne mit der Lehrperson unternehmen. Das heißt, hier reden wir auch von Hausaufgaben oder von Arbeiten, die über mehr als eine Unterrichtseinheit hinausgehen. Und was der Herr Zendler hierzu als Beispiel hernimmt, ist, ich weiß nicht, ob Sie Entity Relationship Modelle kennen. Das geht darum, im Prinzip wieder Entitäten sind ja verschiedene Begrifflichkeiten zum Beispiel und Relationships sind die Beziehungen dazu. Also gar nicht so weit weg von dem, was wir da schon betrachtet hatten. Da muss ich Sie aber dann für weiteres auf Fachdidaktik 2 verweisen. Da gehen wir jetzt nicht mehr weiter. Ist natürlich dementsprechend auch nicht prüfungsrelevant. Lernen durch Lehren. Also, das kennen Sie ja, das berüchtigte Referat halten fällt darunter nicht. Nämlich, dass Sie, wenn Sie ein Referat halten, da denkt man sicherlich eher vor allem an Frontal, aber das muss nicht unbedingt sein, sondern das kann natürlich auch Interaktion oder Stillarbeit oder ähnliches mit einbeziehen. Kann also alles Mögliche sein, was weitaus mehr als ein Referat beinhaltet. Was ist die Lehrkraft? Auch hier ist es wieder natürlich so, dass die Lehrkraft jetzt nicht einfach sich in ihre Zeitung vertieft und ihr Brötchen knabbert oder so etwas, sondern natürlich auch, zwar nicht aktiv, nicht zentral, aber doch
mit dabei sein muss, also erstmal im Vorfeld die Referatsthemen oder Unterrichtsthemen eben, im Vorfeld die Fragen zu besprechen, die beschäftigen Planungen und die Leistung hinterher zu bewerten, wozu natürlich auch insbesondere dann die Unterrichtseinheit selbst gehört. Das heißt also, das Mindeste, was die Lehrkraft in dieser Form machen muss, ist, sich so weit wach zu halten, dass sie diese Leistung tatsächlich objektiv und fair bewerten kann. Hoffentlich wird für die Lehrkraft nicht mehr als dafür gebraucht. Also man muss natürlich hoffen, oder das Ziel ist, dass die Lehrkraft nicht intervenieren muss, weil irgendetwas ernsthaft schief geht. So, Lernaufgaben. Wir sind immer noch beim Buchstaben L in unserer alphabetischen Reihenfolge. Ja, kennen Sie eigentlich auch. Bearbeitung einer Aufgabe nach Einführung mit selbstbestimmter Zeiteinteilung. Ja, also das geht so ein bisschen über das hinaus, was man so kennt mit stille Arbeitsphasen, wo es dann ja durchaus vorgegebene Zeiten gibt. Solche festen Stillarbeitsphasen, nächste 10 Minuten sitzen alle am Rechner und probieren dasselbe, ist natürlich für heterogene Lerngruppen nur bedingt möglich. Also wir gehen also schon langsam so in Richtung Projektarbeit, Projektunterricht, nicht? Wenn auch noch in kleinerem Maßstab. Und auch hier wieder Tabellenkalkulation im Wechsel lernen. Das heißt, eine konkrete Zielsetzung, wie wir es eben hatten, Bibliothek modellieren mit Büchern, Nutzerinnen und allem drum und dran. Und auf dieser Basis dann Excel lernen. Also das ist eben deutlich mehr als nur so einfache Aufgaben zum Aneignen des Stoffes, den man gerade eben vorher im Frontalunterricht gesehen hat. Erfordert natürlich auch wieder, dass Material vorher da sein muss. Modellmethode, da kommen wir schon in mehr die Anwendungsbereiche, dass wir einen realen, realitätsnahen Sachverhalt haben. Na gut, da könnte man auch wieder die Bibliothek mit den Büchern und den Nutzerinnen hernehmen. Der ist ja vielleicht auch schon ausreichend komplex und realitätsnah. Und ein vereinfachendes Modell des Sachverhalts. Man kann zum Beispiel auch eine Modellierung in Excel als ein vereinfachendes Modell des Sachverhalts hernehmen, dann interessiert einen halt nicht, wie alt die Nutzer und Nutzerinnen sind, höchstens ob sie schon 18 oder noch nicht 18 sind, vielleicht ist das wichtig, was schon eine Vereinfachung ist des realen Sachverhalts. Herr Zendler hat da eher ein technisches Beispiel hergenommen, wie ein Bildschirm funktioniert, nämlich die Farbe. Ja, Sie wissen ja, die verschiedenen Farbcodes, RGB oder HSB oder CMYK oder wie auch immer, solche Sachen dabei zu betrachten, aber Pixel, Farbe, was bedeutet Farbe in der Informatik und auch solche Dinge mit dabei zu betrachten. Gut. Planspiel, so langsam nähern wir uns dem Ende des Alphabets. Verschlüsselte Kommunikation, auch da muss ich jetzt wieder auf Fachdidaktik 2 verweisen. Aber was verschlüsselte Kommunikation ist, wissen Sie ja im Prinzip auch. Also das, was wir hier brauchen, jetzt hier auf dieser Folie, da brauchen Sie kein Vorwissen aus der Fachdidaktik 2 und auch nicht aus dem Thema Kryptographie hier in der Fachwissenschaft Informatik. Wir reden also hier von einem Spiel mit einzelnen Runden und sie wollen kommunizieren. Einer schickt dem anderen seinen Schlüssel und das ist das große Problem eben, dass die Kanäle, über die Informationen geschickt werden, notorisch unsicher sind, egal ob jetzt Internet oder Buschtrommel. Ja, sowohl im Internet können andere mitlesen und die Buschtrommel können andere mithören. Also es ist immer so, dass andere mitbekommen, was sie kommunizieren. Und genau deshalb verschlüsselt man, damit
wenn andere schon mithören oder mitlesen, dass sie da nur irgendwelchen Datensalat bekommen, mit dem sie nichts anfangen können. So, aber wenn jemand den Schlüssel abfängt, dann kann er natürlich auch alles weitere mitlesen, weil er genauso genau dieselbe Information hat wie der eigentliche Adressat. Alles, was der Adressat verstehen kann, kann auch dieser unerwünschte Dritte lesen. Und dann kann man da weitergehen mit asymmetrischer Verschlüsselung, dass die Verschlüsselung und die Entschlüsselung unterschiedliche Schlüssel sind, dass sie zum Beispiel öffentlich machen, also Sie werden es wahrscheinlich kennen, ich erzähle Ihnen sicherlich nichts Neues, dass sie einen Schlüssel öffentlich machen, mit dem andere Leute Botschaften, die an Sie gerichtet sind, an Sie als den Inhaber des Schlüssels verschlüsseln können und Sie alleine mit Ihrem privaten Schlüssel die Möglichkeit, solche Botschaften wieder zu entschlüsseln. So dass dieser öffentlich, so Sie können diesen Schlüssel öffentlich machen, alle Menschen der Welt können ihn sehen, dann können Sie einfach auf Ihre Webseite hängen oder was auch immer. Aber niemand kann diesen Schlüssel, jeder kann diesen Schlüssel benutzen, um Nachrichten an Sie zu verschlüsseln. Niemand kann diesen Schlüssel benutzen, um Nachrichten, die an Sie geschickt sind, zu entschlüsseln, sondern das geht nur mit dem zweiten Schlüssel, mit dem, den Sie tunlichst privat halten, den Sie niemandem schicken. Portfolio-Methode, ja gut, Portfolio kennen Sie natürlich im Lehramtsstudium. An ein oder anderen Stelle wird mit Portfolios gearbeitet und soweit ich sehe, ist das jetzt nicht so weit weg von dem, was da Praxis ist, dass Sie einfach Sammelmappen, heutzutage sicherlich elektronisch, haben mit verschiedensten Inhalten, verschiedensten Dokumente. Und dass die Lehrperson da nichts Ernsthaftes, also nur die Eckdaten sozusagen vorgibt. Und das Beispiel, das der Herr Zentner hier dafür wählt, ist das Thema Algorithmus. Da können Sie sich ja vorstellen, dass man Programme haben kann für verschiedene Algorithmen. Denken Sie an so einfache Algorithmen wie den euklidischen Algorithmus für gemeinsame Teiler oder Algorithmen, Sortieralgorithmen und so weiter, Texte natürlich, erklärende Texte beispielsweise, Tabellen für Input-Output, Grafiken, wie der Algorithmus funktioniert, wie man sich den visualisieren kann und so weiter und so fort. Gut, problemorientierter Unterricht, das ist sicherlich ähnlich wie Fallstudie, was wir schon als Methode im Informatikunterricht hatten, aber noch ein bisschen offener, dass sie nicht eine richtige, konkrete Fallstudie haben, so, das ist die Situation, was machen wir jetzt hier, sondern dass sie offener ein Problem haben und erst einmal sich überlegen müssen, was machen wir hier eigentlich überhaupt. Und dann vielleicht, nachdem sie ihre eigenen Fragen und Hypothesen entwickelt haben, dann das Vergleichen wieder mit dem, was die Lehrperson da gemacht hat und die Ergebnisse auch untereinander austauschen. Zum Beispiel sortieren, es ist da sicherlich ein schönes Beispiel, wenn man ganz am Anfang steht, wenn man noch gar keinen Sortieralgorithmus gesehen hat, was man dann vielleicht einführt, sortieren durch paarweise Vergleiche. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Schule oder sonst wo gesehen haben, man kann es zum Beispiel wunderbar machen, dass man die einzelnen zu sortierenden Werte, also zum Beispiel zu sortierende Zahlen, auf einzelne quadratische Papierschnipsel schreibt und die umgedreht auf den Tisch legt in einer Reihe. Und dann darf man immer nur zwei gleichzeitig auflegen, um die miteinander zu vergleichen. Und muss dann aber auch das Wissen, was man dadurch erworben hat, wieder vergessen. Man darf sie immer nur die zwei, die man aufgenommen hat und sich ansieht, die darf man in die Entscheidung einfließen lassen, was man als nächstes macht, ob man die jetzt vertauscht oder ob man einen von den beiden jetzt woanders hin tut und so weiter. Das ist genau das, was diese Algorithmen alle machen. Die gucken sich immer nur zwei Elemente an und vergleichen die miteinander und auf der Basis, wie dieser Vergleich ausfällt, entscheidet sich dann, wie der Algorithmus, was der Algorithmus als nächstes macht. Also ein schönes Beispiel.
Ist immer die Frage, ob man genug Zeit dafür hat, ob da eben der Lehrplan genug Zeit lässt in diesem Halbjahr. Wenn es genug Zeit lässt, ist das sicherlich eine interessante Sache. Ist natürlich auch wieder das Problem, es gibt natürlich auch immer ein paar Schülerinnen und Schüler, die Schulsortieralgorithmen gesehen haben. Und das macht die Sache natürlich dann schwierig für die anderen, die sowas noch nicht gesehen haben. Gut, das hatte ich eben gesagt. Gut, Projektmethode, wissen Sie, Projektarbeit. Natürlich müssen Sie auch da immer die Aufgabenstellung als erstes klären, Projektskizze erstellen. Also wir reden jetzt hier auf einem ziemlich hohen Niveau, nicht? Man muss schon ziemlich viel von der Programmiersprache kennen, um kompetent auch nur eine Projektskizze zu erstellen und dann natürlich auch dann die Aufgaben zu implementieren. Hier kommen wir dann wirklich in ganz große Dimensionen hinein, Projektmethode, was man sich genau überlegen muss, inwieweit man das realistisch hinbekommt in so einem Halbjahr, in einem Teil eines solchen Halbjahres, wo ja nicht nur dieses eine Projekt, sondern auch vieles andere passieren soll, wo die Schülerinnen und Schüler noch etliches an Stoff sehen sollen. Aber hier wird man nicht umhin kommen, sich um solche Dinge Gedanken zu machen. Nicht nur um das Projektziel zu erreichen, sondern auch als Wert an sich, um sowas mal gemacht zu haben. Und das bedeutet eben, dass innerhalb der Gruppe die Teilprojekte definiert werden müssen, die auf die einzelnen Mitglieder der Gruppe oder auf die einzelnen Untergruppen der Gruppe. Wie sieht die, Moment, da ist eine Frage, wie sieht die Abbruchbedingung bei dem Beispiel von Ihnen aus mit den Karten? Bezieht sich offenbar hier drauf, Abbruchbedingung. Ja, was ist denn die Abbruchbedingung bei Bubble Sort oder bei Insertion Sort? Da ist die Abbruchbedingung, dass die beiden ineinander geschachtelten Vorschleifen fertig sind. Also da ist der Ablauf der Algorithmen klar. Wenn Sie Merge Sort rekursiv oder Quicksort rekursiv implementieren, dann ist ja der Abbruch Sie zerlegen, behandeln die einzelnen Teilsequenzen jeweils separat und dann fügen sie zusammen und dann ist Ende. So, aber das ist natürlich jetzt eine interessante Frage, wenn die Schülerinnen und Schüler noch überhaupt nicht keinen dieser Algorithmen kennen, überhaupt noch nicht in die Nähe eines solchen Algorithmus kennen, wie weit wann man sich sicher sein kann, dass alles sortiert ist. Also wenn man völlig blindlings, ohne ein Konzept, ohne so einen Algorithmus wie einen der vier hier vorgeht, dann gibt es eigentlich am Ende nur eine Abbruchbedingung, nämlich dass man immer zwei aufeinanderfolgende Paare sich anguckt und feststellt, dass ob die in der richtigen Reihenfolge sind oder nicht. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet oder bin ich da fehlgegangen? Ich stelle die Frage vielleicht mal durchs Mikro, wenn es okay ist. Ja. Und zwar, Sie hatten ja das Beispiel mit den ausgedruckten Karten. Darauf bezog sich eigentlich meine Frage. Ja. Genau, also wie würde sozusagen der Schüler zu dem Ende dakommen? Also das mit dem Algo, also mit den Bubble Sorts und sowas, das ist mir klar, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie die da mit den physischen Karten, wie das Na, im da Grunde ist das realisiert die ist. Frage, die Sie als Lehrkraft selber den Schülerinnen und Schülern stellen müssten, nicht? Als offenes Problem. Woher wissen wir denn, wann wir jetzt fertig sind mit dem Sortieren? Ja, woher wissen wir, dass jetzt mit diesem letzten Schritt alles fertig ist? Also ich glaube nicht, dass man das pauschal so beantworten kann, aber es ist eigentlich eine spannende Frage, die dann in die Diskussion einfließen muss. Also ich glaube nicht, dass ich Ihnen sozusagen eine fertig produzierte Antwort darauf geben kann, sondern eigentlich. Es ist die Frage, die Sie gestellt haben, woher wissen wir jetzt, dass die Sortierung fertig ist, ist eine Frage, die an die Schülerinnen und Schüler zu stellen ist. Oder meinen Sie das nicht? Und dann muss man sehen, Also, wohin die Diskussion unter den Schülerinnen und Schülern gehen wird. ja, nee, es ging mir tatsächlich jetzt nur um bei dem Kartenbeispiel, wie die jetzt darauf, also wie die Schüler, weil wir sehen ja immer nur zwei Paare. Genau. Und dadurch, dass sie jetzt sozusagen gedreht werden und, na, wie sagt man,
Ja, Sie also Sie können ja immer nur müssen das. immer vergessen. Sie müssen immer die Werte vergessen, nachdem Sie sie wieder Genau. angegeben haben. Und also wenn wir einen Algorithmus haben, jetzt sozusagen, den wir geschrieben haben, der hat ja irgendwann eine Abbruchsbedingung. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Schleife haben, also eine Vorschleife, jetzt sag ich mal, stupide durch alle Elemente geht, der ist ja irgendwann fertig nach, nehmen wir einfach mal die Länge, was jetzt vielleicht kein gutes Design wäre. Aber wie wissen die Schüler sozusagen, wenn die diese Karten vor sich haben, wenn die jetzt zum Beispiel vier Karten vorliegen haben und die können ja sozusagen immer sozusagen die Karten drehen, vergleichen, aber obwohl, da können sie es auch machen. Ja, also wenn Schülerinnen und Ja. Schüler in die Richtung von Bubble Sort gehen, dann wäre das, was sie sich da vorstellen, also das Ziel muss ja natürlich sein, dass sie irgendwie systematisch vorgehen, strukturiert vorgehen, nicht? Und dann kommen sie in irgendeine algorithmische Richtung, zum Beispiel in die Richtung von Bubble Sort oder in die Richtung von Insertion Sort oder so etwas. Und dann kann man die Frage sehr präzise stellen und dann wäre natürlich die Antwort, wir sind fertig, wenn wir, also das ist sozusagen die Erkenntnis, aha, das läuft auf zwei ineinander geschachtelte Schleifen hinaus und wir sind fertig, wenn die beiden Schleifen zu Ende sind. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber es hängt ganz davon ab, wo die Schülerinnen und Schüler, wenn sie die Aufgabe haben, sich zu überlegen, wie sie strukturiert, systematisch rangehen können, wo sie dann landen. Davon hängt ab, wie die Schülerinnen und Schüler feststellen können, ob sie jetzt am Ende angelangt sind oder nicht. Das muss dann halt entsprechend kreativ dann diskutiert werden. Gut, ich hoffe, dass ich da jetzt dann soweit Antwort geben konnte. Das hatten wir alle schon, eigentliche Projektarbeit, Erstellung einer Webseite für einen DVD-Verleih. Also DVD-Verleih, Sie sehen, das Buch ist schon etwas älter. Ich glaube nicht, dass man heute auf die Idee kommen würde, einen DVD-Verleih da zu modellieren. Referat, ja, ist eigentlich ein spezieller Fall von dem, was wir vorher hatten, nein, Entschuldigung, Lernen durch Lehren. Gut, was ein Referat ist, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht weiter zu betrachten. Reziprokes Lernen, Textverständnis, darum geht es. Text zusammenfassen, selber Fragen dazu stellen und Gleiten beseitigen. Und dann gucken, was ist der nächste Abschnitt für die nächste Unterrichtseinheit und nur auf Basis der Überschrift oder vielleicht der Anmoderation, der Präambel, Vermutungen aufstellen, was in der nächsten Unterrichtseinheit denn wohl zu behandeln sein wird. Gut. Also ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht so sicher, was man damit anfangen soll, mit dem reziproken Lernen. Also gut, also man hat erstmal eine Phase, Text lesen, Text zusammenfassen, dass die Lehrenden oder die Lernenden oder beide Fragen dazu stellen und begleiten, beseitigen. Ja gut. Okay, also im Grunde letztlich das auf stille, Sie kennen das ja, stille Arbeitsphase mit Unterstreichen oder so etwas, denke ich, ist das damit gemeint. Stationenarbeit, wollte jemand in den schulpraktischen Studien 2, Praxisphase 3 machen, ließ sich aber aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht so gut durchführen, sodass der Student darauf verzichtet hat. Wäre aber ansonsten vielleicht eine interessante Sache geworden. Was versteht man unter Stationenarbeit? Das wird man nicht allzu oft machen können, das wird man auch nur bei bestimmten Themen machen können, ja? Dass Sie verschiedene Stationen im Raum haben oder vielleicht auch in mehreren Räumen, vielleicht eine Station auf dem Flur oder so ähnlich. In der Informatik wird man da vielleicht einzelne PCs haben. In der Physik wird man vielleicht einzelne Versuchsaufbauten haben oder so etwas. Und jeweils, wir haben ein Gesamtthema und dann unterschiedliche Aufgaben an den unterschiedlichen Stationen. Und das Beispiel von Herrn Zender ist Programmieren mit einem Robert Carroll. Das ist das, woher der FOPBOT ursprünglich kommt. Also Carol ist nicht so viel anders als FOPBOT oder FOPBOT ist nicht so viel anders als Carol. Haben wir halt nur weiterentwickelt und an die Gegebenheiten der FOPBOT angepasst. Carol selbst ist im Gegensatz zu unserem FOPBOT dann kein Java,
sondern hat einen eigenen Befehlssatz, also eine eigene kleine Programmiersprache, die natürlich viel einfacher strukturiert ist als Java. Und das könnte man im Prinzip eins zu eins übertragen auf beispielsweise FOPPOT, dass es verschiedene Stationen gibt, wo verschiedene einfache Programmieraufgaben sind, die aber am besten nicht in einer bestimmten Reihenfolge zu durchlaufen sind. Dann natürlich muss jeder Schüler, jede Schülerin immer an eine Station gehen, die gerade frei ist. Und wenn die Stationen aufeinander aufbauen, dann ist klar, dass es da irgendwo Staus gibt. Also auch nur für bestimmte Zwecke gut geeignet. Könnte man vielleicht auch zur Auflockerung verwenden, wenn man etwa mit so einem Tool wie Cajol oder FOPPOT schon einiges geschafft hat, gelernt hat, dann sowas zur Auflockerung, dass auf verschiedenen PCs da verschiedene Aufgaben zu lösen sind. Und zwar immer von allen Studierenden, die da an einem PC, an einem bestimmten PC vorbeikommen, immer dieselbe Aufgabe auf demselben PC und auf dem nächsten PC dann eine andere Aufgabe. WebQuest, wie der Name sagt, hat auch schon was mit Web zu tun. Aufgabenstellung durch eigenständiges Recherchieren. Also da wurde der Herr Zindler hat dabei bestimmt noch nicht an ChatGPT gedacht und wahrscheinlich auch nicht an die Wikipedia unbedingt gedacht, sondern er hat eher gedacht, dass Recherchieren doch eine ziemlich schwierige Aufgabe ist, wo man nicht einfach eben nur Wikipedia schauen kann. Muss nicht Internet sein, aber die Frage stellt sich heutzutage natürlich, wo sonst, wenn nicht im Internet? Okay, interessant hierbei ist, dass es dafür Plattformen gibt im Internet, die man dafür verwenden kann. Hier hat der Herr Zindler eine genannt. Und eine Aufgabe, die er dafür genannt hat, ist, sich durch eigenständiges Recherchieren den Begriff Software zu erarbeiten. Software ist sicherlich ein interessantes Beispiel dafür, weil man sich den Begriff Software auf verschiedene Arten und Weisen nähern kann. Und auch auf verschiedene Arten und Weisen definieren kann, was Software ist und auch verschiedene Schwerpunkte setzen kann, was beim Thema Software wichtig ist. So, damit sind wir durch die konkreten Methoden des Informatikunterrichts durch. Ich möchte zum Abschluss dieses Abschnitts dann noch nicht vorenthalten, dass der Herr Zindler auch über Bewertung dieser verschiedenen Methoden des Informatikunterrichts dann noch in einem anderen Abschnitt, in Abschnitt 4.5, dann referiert hat. Und interessanterweise, also verschiedene Lehrende, eine größere Anzahl von Lehrenden wurden befragt und nach verschiedenen Kriterien. Ich will da jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was die Kriterien sind und wie der gesamte Umfrage ausgesehen hat und so weiter, sondern nur die wesentlichen Ergebnisse hier kurz zitieren, dass problemorientierter Unterricht insgesamt gut bewertet worden ist. Also herausragend gut im Vergleich und einigermaßen gut dann auch noch diese ganzen verschiedenen Sachen, die aber nicht in allen Kriterien als gut gesehen worden sind. Alles andere, was hier nicht bisher auf dieser Folie aufgeführt wurde, wurde eher schlecht bewertet. Aber da kommt natürlich ein großes Aber, wie immer, wenn man irgendwelche Umfragen macht. Letztendlich sind subjektive Vorlieben, die da abgefragt werden. Auch wenn man versucht, das Ganze durch Kriterien ein bisschen zu objektivieren, dass das nicht völlig einfach nur in subjektive abgleitet, sind es doch eigentlich subjektive Vorlieben. Das wird man nicht vermeiden können. Und ein Problem ist hier auch natürlich, dass die Lehrkräfte, die da befragt worden sind, in der Regel nicht alles aus der Praxis überhaupt kennen und schon gar nicht intensiv aus der Praxis kennen. Also teilweise Sachen bewertet haben, einfach so aus ihrem theoretischen Verständnis her, was natürlich auch nur bedingt aussagekräftig ist. So, ich möchte ganz kurz etwas zu projektartigem Unterricht aller Art sagen, also nicht nur zu Projektunterricht, sondern was immer so projektartig ist, egal unter welchem Oberbegriff das ist. Sie sehen hier meine 2 Cent, meinen Senf. In der Kognitionswissenschaft, in der kognitiven Psychologie oder überhaupt in der Psychologie scheint das Thema Gruppenarbeit ein bisschen anders gesehen zu werden als in der Didaktik. In der Didaktik ist meine Wahrnehmung, dass Teamarbeit, Gruppenarbeit, Projektarbeit
grundsätzlich immer positiv gesehen wird. Das wird in der Psychologie nach meinem Verständnis nicht so positiv unbedingt gesehen. Da gibt es zum Beispiel solche Begriffe wie Social Laughing, soziales Faulenzen. Das kennen Sie sicherlich auch, dass Leute mitgeschleift werden oder teilweise mitgeschleift werden, dass Leute nicht so viel geben, wie sie geben würden, wenn sie alleine an einem Thema arbeiten würden und ihre Einzelleistung dann entsprechend auch bewertet würde. Und Sie kennen das ja vielleicht aus dem Berufsleben, dass man das Wort Team auch so interpretieren kann. Ein zweiter Punkt ist Gruppendenken. Da müssen Sie sich bewusst sein, auch wenn Sie selber im Team der Gruppe an irgendwas arbeiten. Da gibt es viele Beispiele aus der Politik zum Beispiel oder auch zum Beispiel Untersuchungen, dass Geschworenengerichte, etwa in den USA, dass die Gruppe der Geschworenen zu viel krasseren Entscheidungen kommt, als der einzelne Geschworene alleine kommen würde. Also dass sich die Gruppe da irgendwie aufschaukelt. Es gibt auch klassische Beispiele aus der Politik. Es gibt das klassische Beispiel während der Kuba-Krise, dass der Präsident John F. Kennedy, der US-Präsident John F. Kennedy und seine Berater sich da aufgeschaukelt haben, möglicherweise, zumindest wenn die Berichte dazu stimmen, sich in etwas beinahe verrannt hatten, was vielleicht dann doch am Ende zu einem Atomkrieg hätte führen können. Also, projektartig besser nur unter rigide, kontrollierten Bedingungen, damit weder das Social Laughing noch das Groupthink einen ernsthaften Einfluss bekommen kann. Gut, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Thema Entwurf. Sie haben jetzt Verschiedenes gesehen, verschiedene Methoden des Informatikunterrichts. Sie haben gesehen Grundrhythmen, Grundformen des Unterrichts und so weiter. Kommen wir jetzt in den letzten Minuten, steigen wir da schon ein bisschen ein in das Thema Entwurf einer Unterrichtsmethodik. Auch hier nehme ich wieder eins im Literaturverzeichnis Moodle referenzierten Bücher her, von Herrn Hubwieser, dieses Kapitel. Und da steigen wir ein bisschen ein. Erst einmal, Sie sehen hier, gebe ich dann genauer die Unterabschnitte ein. Erst einmal mit einem gewissen lernpsychologischen Fundament. Dinge, die man eigentlich weiß, die man irgendwie schon mal gehört hat, aber die, wo es schon sinnvoll ist, das mal systematisch aufgearbeitet zu haben. Das hat Herr Hubwieser gemacht und das habe ich jetzt für Sie daraus entnommen. Entspannte Arbeitsatmosphäre, wissen Sie ja, ist für Lernen sehr, sehr wichtig. Ja, wenn die Leute in einem Angstzustand verharren oder Ähnlichem, dann sind sie blockiert fürs Lernen. Das heißt also, Sie müssen versuchen, wenn Ihnen der Lernerfolg Ihrer Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt, wovon ich mal ausgehe, dann müssen Sie versuchen, da eine möglichst entspannte Arbeitsatmosphäre hinzubekommen. Ein weiterer Punkt, der auch viel für Frustration sorgt, wenn man nicht darauf achtet, ist Motivation letztendlich, nicht? Größere Sinnzusammenhänge. Gut, bei so einem Thema wie Waldschafe wäre die Motivation vielleicht die, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt 357 Mal dieselbe Anweisung hinschreiben oder ich könnte auch eine Schleife machen, die 357 Mal dieselbe Anweisung durchläuft, was auch nicht nur den Vorteil hat, dass ich Arbeit spare, dass ich nicht 357 Mal dieselbe Zeile hinschreiben muss und was auch den Vorteil hat, ich kann die 357 jederzeit ändern. Ich kann daraus jederzeit eine andere Zahl machen. Ich kann im selben Programm in verschiedenen Durchläufen mit verschiedenen Anzahlen hier arbeiten und so weiter. Ja, größere Sinnzusammenhänge. Bei der Informatik wären das vielleicht immer typische größere Sinnzusammenhänge. Was kann man damit jetzt besser machen, als wenn man das Konzept nicht hätte? Größere Sinnzusammenhänge, zum Beispiel Informatik und Gesellschaft oder Anwendung von Informatik. Wenn Sie da mit irgendwelchen einfachen Datenstrukturen, mit Arrays oder so hantieren, dass Sie dann vielleicht sagen können, ja, das ist nur das einfachste Fall. Im Großen haben wir ganze Datenbanken, wo alles Mögliche drin gespeichert werden könnte oder so ähnlich.
Problembewusstsein, also erstmal zu verstehen, Moment, da ist ein Problem. Es ist da, wir haben jetzt 357 Mal dieselbe Zeile hingeschrieben. Das ist offensichtlich ein Problem. Das will man nicht. Ja, in dem Fall ist das Problembewusstsein natürlich da. Bei ethischen Fragen beispielsweise wird man vielleicht auch dahin kommen, ein Problembewusstsein zu entwickeln. Je nach ethischer Frage kann das einfach oder schwierig sein und so weiter. Förderung von aktiver Auseinandersetzung. Sie wissen ja, passives Dasitzen und Zuhören bzw. nicht zuhören ist auch nicht gerade lernförderlich. Dafür haben wir ja solche Sachen wie stille Arbeitsphasen, Gruppenarbeiten und so weiter. Erarbeitungsphase. Das ist muss man gucken, wenn, das habe ich zum Beispiel versucht am Anfang der FOP, dass ich auf verschiedene Arten und Weisen die strukturierten Anweisungen, also if, while, for, do, while, solche Sachen, versuche auf verschiedene Arten und Weisen zu präsentieren. Einerseits mit Java, andererseits mit einer Art umgangssprachlich formulierten Sprache, die nur Go-To hat, die nur bedingte und unbedingte Sprünge hat und zum Dritten auch noch mit Diagrammen, mit Flow-Diagrammen, wo man sehen kann, von welchem Zustand zu welchem Zustand das Programm dann immer bei einem Durchlauf durch so eine Weichschleife etwa springt. Viel mehr wird man beim Thema Programmieren vielleicht nicht machen können, muss man sehen bei den einzelnen Themen. Bei so einem Thema wie Software allgemein oder bei so einem Thema wie Sicherheit wird man sicherlich verschiedene Perspektiven und Zugänge problemlos finden können. Möglichst authentische, so nennt der Herr Huppwieser das. Ich würde mal vermuten, dass man das auch als realitätsnah bezeichnen kann. Möglichst realitätsnahe Problemsituationen. Und ja, das ist natürlich häufig schwierig bei der Informatik, wenn man erstmal so klein anfängt, die Weichschleife lernt oder ähnliches. Da wird man noch ziemlich weit weg sein müssen von authentischen Problemsituationen. Da hilft natürlich dann sowas wie FOPBOT oder ich hatte Greenfoot eingangs genannt, was wir bei den Schulpraktischen Studien und der Praxisphase kennengelernt haben, um zumindest in so einer Kunstwelt eine authentische realitätsnahe Problemsituation zu haben. Altersgemäß, das ist jetzt in Hessen in Informatik jetzt noch nicht so das Thema, weil eigentlich außerhalb der Oberstufe oder unterhalb der Oberstufe nicht so viel mit Informatik passiert und vor allem auch im Grundschulbereich eigentlich noch nicht so viel mit Informatik, gerade in den Schulen, auf die sie hin studieren und wenn sie berufliche Schulen wählen, sowieso, wo sie da eben nicht so weit hinkommen. Also was eigentlich dann für sie nicht so wichtig ist, aber vielleicht fürs andere Fach, was sie studiert haben. Zumindest wenn Sie Lerngymnasium studieren. So, dann möchte ich an dieser Stelle schließen, möchte ich auch die Aufzeichnung beenden. Genau jetzt.